Schön, euch zu sehen. Oh, danke, dass ihr mich aus dem Kokon befreit habt. Ich dachte schon, ich wäre dem Tod geweiht. Ich bin froh, dass ich euch unten finden konnte. Wer seid ihr? Mein Name ist Orlane. Ich bin einer der Druiden, die von unserem Anführer Arvel losgeschickt wurden, um herauszufinden, was mit dem Geist der Wälder nicht stimmt. Ich habe Arvel getroffen. Ich bin Anachron und wurde geschickt, um euch zu retten. Arvel sei Dank. Er ist ein starker Anführer. Was habt ihr unten gemacht? Ich wurde in den Wald geschickt, um herauszufinden, warum die Tiere jeden angreifen. Ich versuchte auf einer Lichtung mit einem Hirsch zu sprechen, aber das arme Tier war so verwirrt, dass es mich angriff. Ihr wurde vom Hirsch angegriffen, sowas habe ich noch nie gehört. Er kam direkt auf mich zu! Oh mein Gott! Mein Gott, er kommt direkt auf uns zu! Ich versuchte auszuweichen, aber mit einem Huf hat er mich an der Seite erwischt. Er drehte um, um mich erneut zu treffen, aber dann verschwand er plötzlich. Ich rappelte mich auf und versuchte ihm zu folgen, aber dann hörte ich ein leises, zwitscherndes Geräusch hinter mir. Ich drehte mich um, aber bevor ich wusste, wie mir geschah, sprang mich etwas Weiches mit langen, haarigen Beinen und Kieferzangen an. Die Spinnen haben euch unter freiem Himmel angegriffen? Ich wusste zuerst nicht einmal, was das war. Ich fühlte einen Biss und plötzlich fing sich an, alles zu drehen. Als ich zu mir kam, war ich hier drin, vollkommen eingesponnen. Ich erwartete schon einen weiteren Biss, da seid ihr gekommen und habt mich befreit. Nochmals vielen Dank. Nun muss ich zu den anderen Druiden finden und wir müssen sehen, was wir wegen des Geistes der Welt unternehmen können. Helfen wir mal bitte bei dir. Was weißt du über den Geist? Nun, es ist offensichtlich, dass etwas mit dem Geist der Wälder ernsthaft nicht stimmt. Oh, wirklich, Sherlock? Er scheint verrückt geworden zu sein. Für gewöhnlich kommt und geht der Geist durch ein Becken im Norden des Waldes. Aber wenn es stimmt, was ich so gehört habe, ist er seit einiger Zeit nicht mehr in den Wald gesehen worden. Ihr meint, da ist eine Höhle unter dem Becken? Nein, das hat mir nicht. Erzählt mir über das Becken. Das Becken ist eine Art Eingang zu einem anderen Reich, wo der Geist normalerweise lebt. Ich habe allerdings nicht die geringste Ahnung, wie dieses andere Reich aussieht. Ja, das ist ein anderes Reich. Was meint ihr damit? Die andere Frage haben wir nämlich an den Druiden schon mal gestellt. Es ist eine Art andere Existenzebene. Das Becken dient als Portal zu diesem anderen Ort. Ich weiß nicht viel über das Becken. Ich kenne nur ein paar Legenden. Aber ich weiß, dass kein lebendiges Wesen durch das Portal in das andere Reich gehen kann. Ein alter Druide, den ich einmal getroffen habe, erzählte mir, dieses Portal trenne das Reich des Lebens und das Reich des Todes. Der Geist der Wälder verfügt über eine Art Halbleben und kann daher jetzt durch das Portal gehen. Diese Geschichte kennen wir schon. Ich hoffe, ihr könnt jetzt gehen, aber nun solltet ihr wirklich gehen. Ich sollte nur in Ordnung sein. Nochmals vielen Dank für eure Hilfe. Viel Glück! Viel Glück und seht euch vor da draußen. Der zweite Druide, den wir gefunden haben. Immerhin sehr schön, sehr schön. Einmal negativer Energieschlag noch als Zauber und... ein Pfeil. Wenn diese gefangenen Druiden jetzt alle dieselbe Story zu berichten haben, werde ich das im Schnelldurchlauf durchgehen beim nächsten Mal. Denn das waren jetzt sogar fast identische Gesprächsoptionen, die ich mit dem Kerl hatte. Und das ist öde, übelst langweilig, finde ich. Aber ich sehe da drüben schon wieder so eine Gruppe voller Spinnenviecher und da werden wir mal unseren Geräuschexplosionszauber reinknallen. Ha, die Spinne habe ich erwischt, sehr gut. Anna, greif an. Bitte, danke schön. Komm, Nino, die Spinne nimmst du bitte. Die Spinne nimmst du bitte. Und ich kümmere mich um den Atterkopf. Sehr gut. Schöner Doppelschlag. Oh, was ist das denn? Ein Goldring und Gold. Eine geile Kombination, huh. Ein Trank. Und eine weitere Leiche. Und damit können wir jetzt den Rundgang in dieser Höhle fast komplettieren. Sehr gut. Gibt hier wohl auch nichts mehr zu sehen oder zu finden. Ach doch, da drüben. Ui, da sind ein paar mehr. Nein, nicht den. Nein, den da. Otano,
Hadouken! Nur immer einer erwischt. Muss ich die ganzen Kokons hier noch durchsuchen? Habe ich wohl jetzt auf dem Weg noch nicht getan. Karte wurde automatisch aktualisiert, als ich hier in der Nähe war. Da ja keine Türen vorhanden sind. Na egal. Nehmen wir den Attacop da drüben auseinander. Leno, hier drüben ist ein Gegner. Bitte komm und beschütze mich. Was für ein dynamischer Kampf. Von vorne Spinnen, von links ein Atterkopf, von hinten der Weihnachtsmann. Was könnte schlimmer sein? Glaubt mir, Leute, ihr wollt nicht, dass der Weihnachtsmann von hinten kommt. Das geht mal gar nicht. Und wieder Gift auf Lino, natürlich. Egal. Ist nur Lino. Solange sie ihre Ausrüstung noch schleppen kann, ist mir das Gift gerade ziemlich egal. Kann ich in aller Ruhe alles durchsuchen. Ich muss sogar nochmal dahin? Nee, da unten hin. Da war ich nämlich noch nicht. Lass die Drüse in Ruhe, bitte. Dankeschön. Vollständige Genesung, auch ein sehr schöner Zauber. Na, das Gold, was wir aus den Leichen ziehen, ist allerdings mehr geworden. Das merke ich schon. Auferstehung ist leider im Singleplayer-Modus nicht ganz so nützlich. 100.000 Goldmünzen haben wir jetzt zusammen, Leute. Das ist doch mal eine nette Zahl, ne? Muss ich mal gucken, ob ich demnächst wieder beim Händler irgendein Item sehe, was mir gefallen könnte. So helmmäßig oder so. Na, Lino hat leider das nächste. Ach, Lino hat widerstanden. Sehr gut. Toll. Lass dich jetzt nicht direkt wieder von der Spinne da vergiften. Lino? Lino, wie dämlich bist du gerade, bitte? Da läuft eine Spinne wirklich direkt an dir vorbei und du bleibst kurz stehen und überlegst dir auch noch, ob du mir helfen solltest. Also die KI hier lässt manchmal wirklich zu wünschen übrig. Aber naja, ich sollte mich nicht drüber beschweren. Das Spiel ist schon etwas älter. Damals war noch nicht alles so schön wie heute. Hust, hust, hust. Wenn heute wirklich alles so schön wäre. Es gibt halt auch Spiele, die heute ziemlich beschissen sind. Kann wahrscheinlich Gronkh ein Lied von singen, wenn ich gerade an seinen Polizei-LP denke. Haha! Das hat auch einen richtig genialen GameStar-Test gehabt. Wie war das? Ich glaube, du konntest auf offener Straße Leuten Pfefferspray ins Gesicht sprühen und einfach jeden Idioten verhaften, der vor die Flinte gelaufen ist. Warum? Weil du Polizist bist. Die können und dürfen das. Jeden x-beliebigen Typen verhaften. Jedes zweite, dritte Fahrzeug ist ein gesuchtes Auto, was natürlich sofort bemerkt, wenn du das Kennzeichen in der Datenbank nachliest und dann panisch die Flucht ergreift, wenn du ein Kennzeichen überprüfst von deinem Auto aus. Vollkommen nachvollziehbar. Und oh, das war so genial. Ich habe das LP jetzt noch nicht wirklich angesehen von Gronkh, nur stückchenweise mal geguckt, wie er sich schlägt und ich kann es trotzdem nur empfehlen. Es ist ein würdiges Spiel für ihn, um sich so aufzuregen. Ganz klare Sache. Ah. Schluck Pepsi zum Wachbleiben. Räumen wir noch die... Oh, ein neuer Pfeil, ein Säurepfeil. Ich glaube, den hatten wir noch nicht, Leute. Ein paar Edelsteine, Goldmünzen, unsere Schleuderkugeln, die dürfen natürlich nicht fehlen. Und ein Ring. Wahrscheinlich Schutzring? Nee. Elementarresistenz. Na, ist auch nicht schlecht. Ich glaube, das ist auch derselbe Ring, den wir von dem Dämon hätten bekommen können in Helms Feste. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Aber den wollte ich ja nicht. So. Damit haben wir die Höhle durch. Den ersten Teil des Waldes ebenfalls. Die Nymphen gerettet und zwei Druiden bereits erwischt. Zwei von dreien. Gut.
Dann platzieren wir uns mal vor dem Eingang zum nächsten Gebiet. Was irgendwo hier sein müsste. Genau, da. Machen einen Speicherstand. 029. Einen Quick Save. Und damit verabschiede ich mich für heute von euch, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Neverwinter Nights, wenn ich den tiefer in den Wald vordringe. Tschüss.